Hallo und herzlich willkommen zum nächsten Teil von Serpent's Tutorial. Und heute sind wir dann dran mit den letzten Teilen von den wirklich essentiellen Mods. Und zwar habe ich für euch heute A Quality World Map with Roads, Better Message Box Controls, Better Dialogue Controls, Enhanced Blood Textures, Immersive Armors und Immersive Weapons. Immersive Armors habe ich bereits vorgestellt einmal. Cloaks of Skyrim und Winter is Coming Cloaks. So, fangen wir an mit A Quality World Map with Roads. Das ist eine Mod, die dann verschiedene Möglichkeiten für eure Weltkarte hinzufügt. Zum Beispiel hier sehen wir jetzt alle Wege eingezeichnet, auch die kleinen Schleichwege. Jetzt Clear Map Add-on hat es, dann sind keine Wolken da auf dem Hauptfeld. Wie ihr seht hier, das ist jetzt Clear Map Add-on disabled. Wieder mit Clear Map Add-on gibt es dann auch eine Paper Map, also wie in Oblivion, das dann auf dem Papier die ganzen Sachen sind. Sehr schön, die Mod, viele Möglichkeiten. Download. Dann haben wir Better Message Box Controls. Werdet ihr bestimmt kennen. Bei jeder Message Box. Dass ihr dann Probleme habt mit dem Auswählen und alles. Das war schon ziemlich nervig. Allerdings jetzt mit dieser Mod könnt ihr das mit den Links-Rechts-Pfeilen auswählen. Als auch mit A und D, um nach links und rechts zu gehen. Enter zum Auswählen und es ist besser abgezeichnet. Bei der Dialog Controls macht so ziemlich dasselbe. Nur halt im Dialog ist es euch bestimmt oft schon vorgekommen, dass er Sachen ausgewählt hat, die ihr eigentlich gar nicht wolltet. Enhanced Blood Textures macht dann halt einfach die Bluttexturen schöner, das ist jetzt noch relativ optional für den anderen Mods. Immersive Armors verweise ich auf das Video, das ich gemacht habe dazu. Immersive Weapons ist so ziemlich dasselbe wie Immersive Armors, nur für Waffen halt. Nun, jetzt Cloaks of Skyrim oder Winter is Coming. Beides würde ich nicht empfehlen. Cloaks of Skyrim ist genereller gehalten, mit auch ein paar leichten Umhängen. Hier, wie wir in der Bildersektion erkennen können, haben die dann zum Beispiel hier auch Umhänge für die kaiserlichen Soldaten oder für die Sturmmäntel. Jede Wache hat diese Mäntel, ist auch mit verschiedenen Wachen-Overhauls kompatibel. Also es gibt dann einfach sehr, sehr viele verschiedene Versionen von Wappen. Von Umhängen, Entschuldigung. Winter is Coming ist da etwas anders gehalten. Einige von euch werden wahrscheinlich die Fernsehserie Game of Thrones kennen. Hier diese Umhänge sind dann eher in diesem Stil gehalten, wie man erkennen kann. Gibt dann auch noch die gepanzerten Kapuzen. Hier mit noch einem Helm drinnen, die dann mehr Schutz bieten und insgesamt doch stark Game of Thrones Theme erkennbar. Man kann beides zusammen nutzen, dann gibt es allerdings eine fast unübersichtliche Anzahl von Umhängen im Spiel. Sie sind miteinander kompatibel, das ist nicht das Problem. Allerdings auch schon mit Cloaks of Skyrim sind relativ viele drin und deshalb ist es überlegen, ob man wirklich alle haben möchte. Falls ihr das Creation Kit beherrscht, dann könnt ihr auch einfach die Umhänge, die euch am besten gefallen, in eine Mod reinmachen, das sei euch überlassen. Beide funktionieren auf jeden Fall miteinander und die Wahl bleibt euch überlassen, ob ihr jetzt beide zusammenholt oder ob ihr Cloaks of Skyrim holt oder ob ihr Winter is Coming holt. Dann gehe ich jetzt für euch noch kurz durch die Installation von der Quality World Map durch. Also, ob ich jetzt alle Straßen installieren will oder nur die Hauptstraßen, das bleibt euch überlassen. Dann seht ihr auch alle Schleichwege.
Hier, das ist jetzt die Quality Map Pirates. Ihr müsst hier halt was auswählen, eine von den dreien. Gibt's halt immer Install All Roads und Main Roads. Ich mag die High-Res-Version am liebsten. Und dann gibt es noch das Clear Map Add-on, wovon ich eben erzählt habe. Ich finde das etwas Atmosphäre-Raum, deshalb lasse ich das nicht zu. Und dann einfach auf Install und the mod was successfully activated. Das waren dann meine heutigen Empfehlungen. Von Immersive Armors habe ich ja bereits ein Spotlight gemacht. Bei den anderen schaut euch am besten Bilder an. Besser kann ich das jetzt auch nicht zeigen. Oder ihr probiert es aus, wie bei Better Message Box Controls, Better Dialog Controls. Ich wünsche euch dann noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Tutorial. Tschüss!